Leise, leise. Eine neue Geschichte geht auf die Reise. Hör zu und bleib still, was Wunders ich euch erzählen will. Il sole sta fermo e mai più tramonta. Ecco la cantastorie che racconta. Il tempo si ferma e tutti i minuti si son già messi seduti. C'era una volta, c'è stato e ci sarà, senza se e senza ma. Es lebte einmal in Süditalien ein König, der hatte viele Höflinge, viele Diener, und die lagen ihm zu Fuß wie Teppich, und die waren alle bereit, wie Hirsche zu flitzen, um seine Wünsche zu erfüllen. Da war auch ein Diener, der ganz besonders war. Er hieß Corvetto. Und dieser Diener war nicht nur gehorsam wie alle anderen Höflinge, sondern er war kühn, mutig. Er war tapfer, er hatte gute Manieren und er war auch klug. Und aus diesen Gründen hatte der König von Neapel Corvetto ins Herz geschlossen. Nicht nur der König, sondern auch die Prinzessin. Aber das war ein Geheimnis. Die Höflinge, die platzten fast vor Neid, denn seitdem Corvetto da war, hatte der König nur Augen für ihn. Und Corvetto hier, Corvetto da, was machst du hier, was machst du da, was willst du essen, wollen wir spazieren gehen, wollen wir zusammen jagen gehen? Und für die anderen Höflinge hatte der König keine Zeit mehr. Nun, sie fühlten sich vernachlässigt, sie waren eifersüchtig auf Corvetto und sie taten den ganzen Tag nichts anderes, als in allen Winkeln des Palastes über Corvetto zu ratschen und zu tratschen. Und sie überlegten auch, wie sie ihn aus dem Weg räumen konnten. Was denkt ihr, wir können zum Beispiel eine Wassermelonenschale auf den Boden legen und da würde Corvetto ausrutschen und bam, weg ist er. Ja, das ist eine sehr gute Idee. No, no, momento, momento. Secondo me dobbiamo pensare a qualcos'altro. Perché Corvetto può vedere anche questa scorza d'anguria. Dobbiamo pensare a qualcosa che non si vede. Per esempio, acqua e sapone. Ja, das ist eine gute Idee. Wir können die Treppen mit Wasser und Seife einschmieren und da würde er ausrutschen und bam, weg ist er. Ja, das ist eine gute Idee. No, no, momento. Secondo me dobbiamo pensare a qualcos'altro. Non va bene, nella scorza d'anguria, nel sapone sulle scale, dobbiamo pensare a un buco, per esempio, nel giardino. Ja, das ist eine gute Idee. Wir können ein Loch graben im Garten, da könnte Corvetto in das Loch reinfallen und dann bam, weg ist er. Ja, no, 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 secondo me dobbiamo pensare a qualcos'altro, diceva un altro cortigiano. Dobbiamo pensare a mandarlo lontano, 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 in modo tale che poi non torni indietro. Dobbiamo pensare a qualcosa di pericoloso, di veramente pericoloso. Ich habe eine Idee, schlug ein Häufling vor. Und diese Idee war wirklich gefährlich und gemein. Wollt ihr die hören? 100 Meilen entfernt vom Königsreich, da lebte die Orca Cativa zusammen mit ihrem Mann Orco. Der König hatte die beide vor langer, langer Zeit vom Königsreich verbannt. Denn alle Kinder hatten Angst von denen. Am meisten hatte die Prinzessin Angst, denn sie hatte von einem Mädchen gehört, mit einem Käppchen aus rotem Sammet. Und sie hätte gehört, dass das Mädchen die Großmutter besuchen wollte. Und wen fand das Mädchen im Bett? Die Orca Cativa. Nun, seitdem hatte die Prinzessin Angst. Und so verbannte der König die zwei auf einem hohen Berg. Der Berg war so hoch, dass nicht einmal die Vögel sich trauten, hinaufzufliegen. Und am Fuß des Berges war ein Wald, der war dunkel. Und die Äste waren so verschlungen, dass man drinnen nicht sehen konnte, ob die Sonne scheint oder nicht. Und die Höflinge wussten ganz genau, wie hoch dieser Berg war. Sie wussten ganz genau, wie dunkel der Wald war. Und sie wussten auch, dass Ork und Orca ein wunderschönes, weißes, sprechendes Pferd besaßen. Und so gingen sie zum König und sprachen: Eure Majestät, wir haben gehört, dass Ork und Orca ein wunderbares, weißes, sprechendes Pferd besitzen. Und ihr könnt den tapferen Corvetto dahin schicken. Er wird bestimmt schaffen, Orco, das sprechende Pferd, wegzunehmen. Der König hörte aufmerksam zu
Und dann überlegte er, ein weißes, sprechendes Pferd, ich könnte es brauchen. Corvetto! Und so rief der König Corvetto und sprach, Corvetto, wenn du mich lieb hast, dann schau zu, dass du unter allen Umständen zu Orko gehst und ihm das sprechende Pferd wegnimmst. Und wenn du mir diesen Dienst erweist, dann wirst du mehr als glücklich sein. Und Corvetto wusste ganz genau, wie er die Trommel schlug. Aber er sagte nichts. Er schwieg. Er machte eine Verbeugung und machte sich auf den Weg. Er lief und lief und lief und das Königreich sah immer kleiner und immer kleiner in der Ferne. Er rief und lief und lief und lief und da kam er an den Wald. Er trat in den Wald rein und er lief immer tief und immer tief in diesen dunklen Wald. Und die Äste waren tatsächlich so verschlungen, dass man drinnen kaum sehen konnte, ob die Sonne schien oder nicht. Aber er lief immer weiter, er gab nicht auf. Er lief und lief und bald kam er aus dem Wald raus. Aber kaum war er raus, schon stand vor ihm der Berg. Corvetto kletterte den Berg hinauf. Der Weg wurde immer steiler und immer steiler, aber Corvetto lief immer höher und immer höher und immer höher und immer höher und immer höher. Und als er müde und erschöpft war, dann endlich schaffte er die Spitze des Berges zu erreichen. Er sah den Stall von Ork und Orca. Er trat in den Stall rein, ganz leise. Er entdeckte das sprechende Pferd. Er sattelt es. Er stieg auf und hopp, hopp, hopp. Er ritt so schnell, wie er konnte, schneller als der Wind, aus dem Stall hinaus. Und er ritt den Berg runter. Zum Hilfe, rief das Pferd. Corvetto will sich mit mir davon machen. Zum Hilfe. Und Orko erkannte die Stimme seines Pferdes. Und er rief alle Tiere des Waldes und rannte Corvetto hinterher. Orko rannte mit seinen riesigen Schritten und Corvetto ritt so schnell, wie er konnte und ritt und ritt und ritt und Orko hätte fast ihn erreicht, aber Corvetto ritt schneller als der Wind und schuf, schaffte Orko zu entkommen. Er ritt durch den Wald und am nächsten Tag bei der Dämmerung kam er bei dem König und er übergab ihm das Pferd. Der König erstaunte. Tatsächlich wunderbar, so weiß und die Haare waren Gold. Er war so berührt und so dankbar. Er umarmte ihn wie ein Sohn und als Zeichen seiner Dankbarkeit schenkte der König Corvetto ein Säckchen voll Gold. Und Corvetto freute sich sehr. Aber die Höflinge, die wurden grün wie Gurken vor Neid. Wie konnte er Orko entkommen? Wie hat es geschafft, das Pferd zu stehlen? Es ist unmöglich. Sie waren so wütend. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Wir brauchen eine neue Idee. Und sie gingen zum König und... Herzliche Glückwünsche, Eure Majestät. So ein wunderschönes, weißes, sprechendes Pferd. Es fehlen euch nur die Wandteppiche von Orko und Orca. Die sind mit Gold und Silber bestickt. Und auf diese Wandteppiche sind auch alle Märchen aus aller Welt bestickt. Ihr könnt den tapferen Corvetto nochmal dahin schicken. Es wird ein Kinderspiel sein für ihn. Der König überlegte, ich habe das sprechende Pferd, aber ich könnte auch die Wandteppiche haben, die sind mit Gold und Silber bestickt. Alle Märchen aus aller Welt, ich will die haben. Corvetto! Und Corvetto kam. Und obwohl er ganz genau wusste, wer die Trommel geschlagen hatte, dann macht er sich zum zweiten Mal auf den Weg dahin. Und Corvetto lief und er lief, e cammina, 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 cammina. Il regno, il palazzo era sempre più piccolo in lontananza. Cammina, 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 cammina. Corvetto raggiunse il bosco, entrò nel bosco. Era buio, ma lui continuava, non desisteva, continuava a camminare, camminare, fino a raggiungere la fine del bosco. E poi iniziò a salire la montagna. Sali, 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 sali. Finalmente raggiunse la cima della montagna. Er sah den Palast von Ork und Orca. Er trat in den Palast rein, er suchte das Schlafzimmer, er versteckte sich unter dem Bett und wartete ganz leise auf die Nacht. Und als die Nacht kam und die Sterne zum Lachen brachte, da hörte Corvetto, dass die Tür aufging. Corvetto hob die Bettdecke und da sah er 1, 2, 3,
vier riesige, große, schmutzige, stinkende Füße. Das waren die Füße von Ork und Orca. Und Ork und Orca legten sich ins Bett und unter dem Last dieser zwei Riesen, da beugte sich das Bett und Corvetto machte sich ganz klein, aber er blieb ganz still. Und irgendwann hörte er das waren Ork und Orca, sie waren eingeschlafen. Nun, Corvetto kam ganz leise aus dem Bett heraus, unter dem Bett. Und er nahm alle Wandteppiche, er rollte die Wandteppiche. Ork und Orca schliefen weiter. Und dann legte er diese lange Rolle auf den Schultern, er ging zum Fenster, er wollte vom Fenster runterspringen. Als er sich drehte, und was entdeckte er auf dem Bett von Ork und Orca? Eine wunderschöne Decke. Die war auch mit Gold und Silber bestickt. Und er dachte, die Wandteppiche sind für den König, aber die Decke ist für mich. Und so fing er an die Spitze der Decke zu ziehen, aber ganz leise und sacht. Und Corvetto zog. Und er zog leise. Und er zog. Er zog, es fehlt nur ein bisschen, letzter Zug, und er zog und Orko wachte auf. Pina, warum hast du mir die Decke geklaut? Und Pina wachte auf. Was für eine Decke? Ich habe nichts gemacht. Certo che me l'hai rubata tu. Tutte le sere mi tiri sempre la coperta. E poi mi raffreddo senza coperta. E faccio sempre tanti strani. Ich war das nicht klar. Ich habe deine Decke nicht geklaut. Ich habe nur so ruhig und selig geschlafen. Ja, ruhig und geselig geschlafen. Wie jeden Abend. Und dann habe ich keine Decke. Und jedes Mal, na, die Decke ist bestimmt auf dem Boden gefallen. Such mal die Decke. Non è possibile che è caduta. E chi stanno qua? Ci sono i fantasmi. Und Orko suchte im Dunkel die Decke auf dem Boden, wie seine Frau ihm gesagt hatte. Und da berührte Orko im Dunkel das Gesicht von Corvetto. Und da schrie er los, ein Kobold, ein Kobold, und machte sich in die Hose. Und Corvetto nutzte die Situation aus, nahm die Wandteppiche, die Decke, sprang vom Fenster runter und lief und lief und lief so schnell er konnte den Berg runter und lief den ganzen Weg zurück und lief und lief und lief. Und am nächsten Tag kam er an und übergab dem König die Wandteppiche. Und der König, er konnte nicht seinen Augen trauen. Corvetto hat es geschafft. Er rollte die Wandteppiche aus. Er erstaunte. Die waren tatsächlich mit Gold und Silber bestickt und es waren viele Motive von vielen Märchen. Oh, da war ein Mädchen mit einem roten Käppchen. Das Märchen kennt ihr schon. Und da waren ganz lange Haare, die führten ganz hoch bis zu einer Prinzessin, die saß am Fenster auf einem Turm. Auch das Märchen kennt ihr bestimmt. Und hier waren 1, 2, 3 goldene Haare. Wem gehören diese Haare? Und hier war auch Dornen. Wer weiß, was für ein Märchen das ist. Oh, und hier ist die Geschichte von dem Jungen, der, wenn er lügt, dann wird seine Nase whoop, so lang und dann, wenn er nicht mehr lügt, whoop, dann wird die Nase wieder kurz. Nun, auf diese Wandteppiche waren so viele Märchen aus aller Welt, so viele, dass ich die kaum alle erzählen könnte. Nun, der König rollte die Wandteppiche zurück, umarmte Corvetto wie ein Sohn und als Zeichen seiner Dankbarkeit schenkte er ihm noch ein Säckchen voll Gold. Corvetto freute sich. Aber die Höflinge, die waren rot wie Tomaten vor Wut. Die waren gelb wie Bananen oder wie stinkende Käse vor Eifersucht. Sie dachten, wie kann es sein? Wie konnte Corvetto Orko und Orca entkommen? Wie konnte er die Wandteppiche klauen? Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Wütend wie sie waren, gingen sie zum König. Sie machten eine Verbeugung und dann... Eure Majestät, herzliche Glückwünsche für diese wunderschönen Wandteppiche, die mit Gold und Silber bestickt sind. Eure Majestät, es fehlt euch wirklich nur der Palast von Ork und Orca. Wisst ihr nicht? Der Palast von Ork und Orca ist riesig. Es gibt da
300 Zimmer und die Fenster, die riesige Glasfenster, und es gibt Loggien, Wendeltreppen, Terrassen und Balkonen. Es gibt auch einen riesigen Garten mit Springbrunnen, und in diesem Palast, Eure Majestät, lässt es sich leben wie ein Kaiser. Kaiser. Der König hörte das Wort in seinem Ohr wiederholen, Kaiser, und dachte: Ich will wie ein Kaiser leben. Corvetto! Und Corvetto kam. Und Corvetto gehorchte. Und er machte sich zum dritten Mal auf den Weg zum Ork. Er lief und er lief. E cammina, cammina, attraverso il bosco, salì sulla montagna. Und als er die Spitze des Berges erreichte, da sah er den Palast. Er wollte rein, aber die Tür war zu. Es war niemand da. Ork und Orca waren bestimmt im Wald spazieren gegangen. Da überlegte Corvetto, wie konnte er die zwei aus dem Weg räumen, für immer. Und da fiel ihm was ein. Er grub vor dem Eingangstür ein tiefes Loch. Und er grub 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 und er grub. Und dann kam er wieder raus. Er bedeckte das Loch mit Äste und Blätter und Laub. Dann stellte er sich vor dem Loch und wartete auf die zwei. Und dann irgendwann sah Corvetto die zwei, Orca und Orca, die kamen aus dem Wald raus. Und die zu ärgern, rief Corvetto: Es lebe der König! Es lebe der König! Und Orca und Orca erkannten Corvetto und sie wurden wütend. Der hat uns das Pferd gestohlen, er hat uns auch die Wandteppiche. Wir werden dich fressen. Und sie fingen an zu laufen. Und sie liefen wie Raketen auf Corvetto zu. Und sie liefen und liefen und liefen. Und Corvetto blieb ganz still und wartete, bis Ork und Orca ganz nah kamen. Und dann die zwei sprangen, um auf Corvetto zu fallen. Und Corvetto machte einen Schritt beiseite. Und die zwei fielen in das Loch rein, das Corvetto gegraben hatte. Corvetto freute sich. Er nahm den Schlüssel, der in dem Moment beim Fallen aus der Tasche von Orco rausgefallen hatte, Er nahm den Schlüssel und flitzte den Berg runter durch den Wald zurück zum König. Für euch, Eure Majestät. Und als der König den Schlüssel sah, da verstand er, wie treu Corvetto war. Er umarmte ihn wie ein Sohn und sprach: Corvetto, wie kann ich dir meine Dankbarkeit zeigen? Ich weiß nicht, was ich dir schenken kann. Und in dem Moment kam die Prinzessin, die Tochter des Königs, und sprach: Vater, alle deine Wünsche sind jetzt in Erfüllung gegangen. Nun lass unseren Wunsch endlich in Erfüllung gehen. Und die Prinzessin sah Corvetto. Und Corvetto sah die Prinzessin. Und der König verstand. Und ob ihr mir glaubt oder nicht, am nächsten Tag wurde schon die Hochzeit gefeiert. Corvetto heiratete die Prinzessin. Und es wurde getanzt, es wurde gesungen, es wurde getrunken, getanzt, gesungen, getrunken. Und alle waren glücklich. Nur die Höflinge nicht. Sie waren so rot wie Peperoni im Gesicht vor Wut. Sie waren so gelb wie stinkende Käse vor Neid. So grün wie Gurken vor Eifersucht, dass sie wuchsen. Und sie wurden gelb. Und rot und grün und gelb und wuchsen und platzten in tausende Konfetti. Und dann kam der Wind und fegte die alle weg. Nun, Corvetto, die Prinzessin und der König lebten alle glücklich zusammen. Und was aus Ork und Orca geworden ist, das wissen wir nicht. Ob sie für immer in diesem Loch geblieben sind oder ob sie aus dem Loch herausgekommen sind, das wissen wir nicht. Aber was wir wissen ist, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Larga la strada, strette la foglia, larga è la via, raccontate la vostra, che io vi ho raccontato la mia. Vielen Dank und bis zur nächsten Geschichte. Tschüss.